Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Herzlich willkommen zur Geldschau, Ausgabe Nummer 6, Folge Nummer 6. Hallo Herr Schütt. Moin. Hallo, liebe Zuschauer. Genau, Ralf Schütt hier auch. Und genau, wir hatten in der letzten Folge kurz gefragt, was die Federal Reserve ist, also die amerikanische Notenbank oder Zentralbank. Mhm. Da hatten wir gefragt, okay, ist die privat oder ist die staatlich? Herr Specht, Sie dürfen auflösen. Sie ist privat, definitiv. Hätten Sie es gedacht? Genau, spannend. Machen Sie sich darüber selbst ein paar Gedanken. Wir werden das vielleicht in einer späteren Folge mal aufgreifen. Dann machen wir heute noch Gewinnerbekanntgabe. Ja, genau. Das hat einer definitiv richtig erraten. Und genau, nämlich Opa Friedrich, ja, oder Oma Friedrich hat er geschrieben. Wir blenden das hinten nochmal wieder ein, ja, auf YouTube geschrieben. Die Identität des Herrn ist uns durchaus bekannt. Kann man so sagen, ja. Genau, und er hat aus der Geldschau Folge 4 richtig aufgelöst. Tatsächlich der größte Schein, der jemals gedrückt wurde in Deutschland, im Deutschen Reich, war ein 100 Billionen Mark Schein. Ja, also eine 1 mit ganz vielen Nullen. Ich blende das da auch nochmal wieder ein. Mhm. Und sensationell. So, Thema heute. Thema heute ist Sparen, ja, ein komischer Vorgang, der vielleicht dem einen oder anderen hier, ne? Sparen, hier ist die Sau, ja, so, eine echte Sau. Das wird das Thema sein. Das ist das Thema heute. Und genau, wir wollten dazu einfach mal kurz nochmal das Wort klären. Sparen bedeutet also laut Warich, deutsches Wörterbuch, zurücklegen, nicht ausgeben, in Klammern Geld. Oder ergänzen, für andere Zwecke aufbewahren, nicht verwenden, nicht gebrauchen. Zum Beispiel auch Kraft und Zeit. Macht Sinn, ja. Ne? Mhm. Genau, so. Dann, woher kommt das Wort? Das kommt aus dem mittelhochdeutschen Sparen, hier hinten, ohne E, beziehungsweise aus dem althochdeutschen Sparon, beziehungsweise Englisch to spare. Ja, Spare Ribs kennen Sie, das sind Sparrippen. Nein, also so. Ja. Ja, beziehungsweise ganz ursprünglich aus dem Indogermanischen Spei beziehungsweise Spie sich ausdehnen. Das finde ich speziell. Ja, das passt in diesem Zusammenhang. Ganz genau. Das Vermögen soll sich ja ausdehnen, eben, wenn man spart. Ja? Was es auch tut. Genau, so, das ist die hervorragende Überleitung zu Herrn Specht. Herr Specht stellt uns heute folgende Frage. Genau. Wir mal los. Also wie gesagt, ich bin Familienvater, habe wie gesagt zwei Kinder. Meine Tochter ist 15, kürzlich 16 geworden, mein Sohn 11. Und wir kamen kurzfristig auf das Thema Sparen zu sprechen. Und ich selbst habe mir dann auch die Frage gestellt, macht es heutzutage überhaupt unter diesen momentanen Gegebenheiten überhaupt noch Sinn, wirklich zu sparen? Das Thema ist momentan heiß diskutiert. Wie soll ich es meinem Sohn erklären? Soll er sparen? Soll er es lassen? Gibt es andere Wege? Ich denke, das werden so die finalen Themen sein heute in diesem Abend, in dieser Gesprächsrunde. Und wie gesagt, Herr Schütt, seines Zeichens Bankkaufmann, hat da mit Sicherheit die ein oder andere ganz gute Idee dazu, was man vielleicht machen könnte, um sich einfach auf diese neue Wahrheit, die wir jetzt näher diskutieren werden, einschießen zu können. Das ist so. Mein Thema heute Abend. Ja, ja. Cool, ganz genau. Anders, wir haben das vor gut anderthalb Wochen, hatten wir überlegt, Mensch, was können wir bringen, was ist interessant, was interessiert Sie hoffentlich oder euch da draußen an den Bildschirmen. Und der Anlass war eigentlich noch, ich zeige das in meinen Seminaren häufig, ist aus meiner Sicht die einzig vernünftige und die einzig gute Geld- oder Finanzzeitschrift in ganz Deutschland. Ja, die auch mal kein Blatt vor den Mund nimmt und nicht den üblichen Mainstream von dieser Vier-Buchstaben-Zeitung mit den ganz vielen Bildern. Mhm. Ja, oder es gibt eine andere, die fängt mit CA an und endet mit Pital.
dass aus meiner Sicht die Bild-Zeitung der Finanzzeitschriften einzig wirklich geile Zeitung oder Zeitschrift ist hier Focus Money, ganz kurz gezeigt, die Nullzinsfalle. Und da hat der Chefredakteur, der Frank Pöpsel, wieder ein absolut cooles Vorwort geschrieben. Ja, der gibt wirklich Gas und ich habe das noch nie von irgendeinem Journalisten in ganz Deutschland erlebt, dass einer so Gas gibt. Es geht alles im Leben hat seinen Preis, nur Geld nicht. Wir nehmen nur den kurzen Anlass, Herr Specht vertieft das gleich. Die Lehre, die man heute, wie soll ich sagen, durch die Nullzinspolitik ja vielleicht ziehen könnte, ist, wer spart, ist dumm. Wörtliches Zitat hieraus. Wie erklären Sie einem Kind, warum es sparen soll? Genau. Schau mal, wenn du heute die 100 Euro auf die Bank trägst, gibt sie dir dafür Zinsen und du kannst dir nächstes Jahr davon mehr kaufen. Das war einmal, ja, bis kurz vorm Weltspartag, jetzt vor gut 6, 8 Wochen. Genau. Weiteres Zitat aus Focus Money wörtlich. Heute sagen sie, kauf dir besser sofort Spielzeug. Genau. Nächstes Jahr kriegst du dafür weniger. Zitat Ende. Beziehungsweise, was lernen wir daraus? Früher war Sparsamkeit eine Tugend. Heutzutage. Heute scheint sie Dummheit zu sein. So, und das ist, denke ich mal, so der wesentliche Punkt. Jetzt haben wir alle aufgrund gewisser Maßnahmen oder familiärer Erziehungsmaßnahmen gewisse Prozedere durchlebt, wie man letztendlich Vermögen aufbaut oder auch Geld spart. Es fängt ja an mit der kleinen Spardose im jungen Kindesalter. Dann wird ein Sparbuch angelegt. Das waren so die grundlegenden Wahrheiten, wo die Verzinsung noch gut war. Das hat ja auch funktioniert. Absolut. So, was hat sich jetzt in den letzten 4, 5 Jahren verändert? Das heißt, es gibt ja eine Wahrheit, das Thema Sparen ist vielleicht immer noch aktuell. Nur ob es noch Sinn macht, aufgrund dieses Artikels zu urteilen, gibt es da ja ganz klare und deutliche Aussagen. Nur wie erkläre ich es jetzt meinem Sohn? So nach dem Motto, ja, mit dem Sparsparen finde ich vielleicht auch ganz witzig, ich hätte gerne auch mal ein Sparbuch und so weiter. Und dann, wie weit kann ich diesem jungen Menschen jetzt vermitteln, so nach dem Motto, okay, weißt du was, das ist eine alte Wahrheit, nur die muss jetzt nicht mehr funktionieren. Weil es gibt einen Baustein, der sich einfach gravierend zum Negativen verändert hat und das ist das Thema die Höhe der Zinsen, der Sparzinsen. Ja. Was haben wir momentan für Sparzinsen, Herr Schütt? Ja, wie gesagt, je nach Bank und je nach Beträgen haben wir schon negative Zinsen. Sonst auf dem guten alten deutschen Sparbuch, ich habe jetzt leider hier keins, aber wir blenden wieder eins ein, falls Sie nicht mehr wissen, was das ist. Ja, okay. Gab mal einen tollen Slogan vor ungefähr 10, 12 Jahren. Da gab es die Grüne Bank noch, die Dresdner Bank. Mhm. Ja, die fragten wie folgt in einer riesen Anzeige, warum heißt das Sparbuch Sparbuch? Na? Weil man sich sparen kann. Ja, die Dresdner Bank gibt es ja auch schon nicht mehr. Insofern, die gibt es auch nicht mehr, die ist von einer, so einer Superbank übernommen worden, von der Gelben, von der Commerzbank. Also, um die Frage zu beantworten, zwischen 0,1 und 0,2, 0,3 Fest- und Tagesgeldbereich, je nach Bank und ob Sie dann Ihr ganzes Aktien- oder Fonddepot übertragen müssen, ja, und was es da sonst alles für nette Werbegags gibt. Die sind ähnlich wie bei Ihrem Mobilfunkvertrag, da kennen Sie das, da ist immer so ein ganz kleines Sternchen. Ja, und dann wird dann hier unten so 20 Zeilen Kleingedrucktes eingeblendet, ungefähr 2 Sekunden. Das kann keine Sau lesen. Das ist aber, ja? Das ist aber auch Sinn und Zweck. Natürlich ist das Sinn und Zweck, damit ja, logisch. Man's nicht lesen kann. Ja, klar. Ja, das ist der ganze Gag dabei. Also sagen wir, im besten Fest Tagesgeld gibt es jetzt vielleicht noch 1,2%. Aber das war's. Gut, das heißt rein theoretisch, der Zinssatz ist so dermaßen nach unten geschrumpft, ja. Dass ich einfach, sag mal, wenn jetzt mal ein Junge 10, 11 Jahre alt im Monat vielleicht 20 oder 30 Euro sparen würde, rein theoretisch. Mhm. So, das heißt, wenn man es mal hochrechnet auf 10 Jahre, er spart jetzt pro Monat 30 Euro, mhm. Dann ist er bei 360 Euro, wenn es 3.600 Euro auf 10 Jahre. Genau. Korrekt? Genau. So, genau. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen über eine 0,4, 0,3, 0,5% Verzinsung, das sind ja marginale Wertzuwächse. Das heißt, wenn ich jetzt mal das Thema Inflation, dadurch, dass ich jemand aus dem Immobilienbereich komme und einfach ein Freund von dem Thema Steine statt Scheine bin, ist es natürlich überhaupt die grundlegende Einstellung, wie kann ich überhaupt dieser Inflation oder dieser Geldentwertung, die ja gerade stattfindet, im Moment werden Milliarden an Sparvermögen vernichtet, ja. Durch diese Niedrigzinspolitik. Klar, dem Staat hilft es,
Nur dem Sparer hilft es auch, sich von seinem Sparvermögen zu verabschieden. Ja, ja. Das ist definitiv eine Wahrheit. Nur jetzt fragt mich dieser junge Mann, sprich mein Sohn, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, also vielleicht mal von mir jetzt klare Empfehlung. Also ich würde die Sau hier, auch wenn sie uns im Moment eher das Hinterteil zeigt, ich würde sie trotzdem immer noch nutzen, gerade für kleinere Kinder, sagen, komm, leg was beiseite. Ja, okay, im Sparschwein bringt es ja auch keine Zinsen. Nicht wirklich. Ja? Ich weiß noch, wie wir damals, weiß nicht, ob das bei Herrn Specht auch so war, wir hatten damals aus Eierkartons, ja, die haben wir in Wasser und genau, in Kleister aufgelöst, haben dann Luftballon aufgeblasen. Und haben dann, ne, hier einen Luftballon. So hört sich das an, wenn er durch die Gegend fliegt. aufgeblasen, dann das mit Pappmaché beklebt. Ja, und wenn das dann fest war, haben wir dann reingestochen und dann macht es puff. Und wir hatten unsere Sparsau. Das ist eine ganz klare Empfehlung, immer noch nicht von irgendwelchen Banken beeindrucken lassen, sondern dem Motto, sparen lohnt sich nicht. Oder wie der einer von den Deutschbankern sagte, haut euer Geld raus. Nee. Weiterhin, ne, sparen ist vielleicht auch eine deutsche Tugend. Ja, ein Franzosen, der versteht das eh nicht. Ja, aber schauen wir mal, welche Wirtschaft besser läuft. Die französische oder die deutsche? Genau, also man sollte ja natürlich immer den Notgroschen zur Seite legen. Ja. Ganz klare Wahrheit, ob jetzt hoch oder schlecht verzinst. Es geht ja einfach darum, einfach eine, sagen wir mal, eine gewisse Reserve haben zu können. Ja. Wie sich die jetzt am Ende des Tages verzinst, weil ich denke mal, die Grundwahrheit, klar, muss man vielleicht ein bisschen neu betrachten. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Idee, dass auch tendenziell die Banken in eine Richtung gehen, auch vom Mainstream her einfach amerikanische Grundwahrheiten zu installieren, klar, nach dem Motto, haut alles raus, nehmt Kredite auch so viel wie geht, so, und dann entsprechend auch 10 Kreditkarten, das ist das, was einen guten Amerikaner ausmacht. Konsum, 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 Tag und Nacht. Aber, nur, das heißt, der Konsum, der soll ja auch Spaß machen grundsätzlich, ist keine Frage, nur dieses Kerlchen sollte vielleicht auch nicht außer Acht gelassen werden, weil wenn man immer alles verkonsumiert und dann gibt es vielleicht mal die engen Zeiten nach dem Motto, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Das sind ja auch grundlegende Warten. Nur man muss sie einfach nochmal intensiver betrachten. Insofern würde ich sagen, okay, gut, Thema Sparen sollte man nicht komplett vergessen. Exakt. So, sondern es geht vielleicht so um diesen, wie sagt man, diese Doingness, überhaupt das Tun, dass man das wieder trainiert, Geld an die Seite zu legen. Exakt. Ja, und da gibt es ein tolles Beispiel. Das ist der Gründer von den Templeton Fonds oder heutzutage Franklin Templeton, Sir John Templeton, Engländer. Der hat regelmäßig 50% seines Einkommens gespart. Perfekt. So, also eine Alternative wäre schon irgendwo den Kindern zu zeigen und sagen, komm, leg langfristig was vielleicht in Fonds an. Der Begriff Sparen, den gilt aus meiner Sicht immer noch. Mhm. Nur muss man, um irgendwie, wie soll ich sagen, mit dem System arbeiten zu können oder zumindest, wie soll ich sagen, das System mit den eigenen Waffen zu schlagen, muss man heute eigentlich andersrum sparen. Gut, für den 4-Jährigen oder für den 10-Jährigen geht das noch nicht, aber die Eltern könnten das zum Beispiel machen, indem sie sagen, hey, die meisten Kinder wollen, müssen, dürfen ja unbedingt studieren, ne, weil sie an der Uni unbedingt viel, viel schlauer werden. Das war jetzt wieder ein sarkastischer Kommentar von mir. Genau, aber angenommen, also es soll ja zumindest die Möglichkeit bestehen, dass die Eltern sich nicht wie in Amerika für ihre Kinder mit riesen Stipendien oder Darlehen für die Ausbildung, wo die sich mal eben mit 100, 150, 200.000 Dollar verschulden, nur für eine Universitätsausbildung, dass man zumindest sagt, okay, dass die Kinder zumindest die Möglichkeit haben und die Eltern sich dann, wenn die Kinder eben 18, 19, 20, 21 sind, sich nicht krummlegen müssen wie die Weltmeister. Deswegen möchten wir das heute Abend eigentlich gar nicht so sehr verraten, ja, aber einfach mal in die Möglichkeit, fragen Sie sich das mal, jedes Eltern oder jeder Elternteil oder beide Eltern kriegen ja für jedes Kind 184 Euro Kindergeld. Kindergeld, genau. Gut, wir beide, Herr Specht weiß das noch besser als ich. Ich weiß das eher theoretisch, er weiß das eher praktisch, dass jedes Kind mit Sicherheit mehr als 184 Euro im Monat kostet.
Auch das ist richtig. Gut. Entsprechend der Hobbys ist da auch ein entsprechender Absatz möglich. Genau, ja. Aber darum geht es gar nicht so sehr, sondern und dann zu sagen, die 184 Euro brauche ich ja, damit ich mein Kind großziehe. Also, nein, das kann nicht die Wahrheit sein. Nee, kann ja nicht sein, dass ich nur ein Kind in die Welt setze, weil ich 184 Euro Kindergeld kriege. Sie haben auch, also letztendlich ist es ja einfach so, das weiß jeder, der auch entsprechend als Unternehmer arbeitet, es gibt entsprechende Kinderfreibeträge, die man auch im Steuererklärer einsetzen kann. Also das hat der Staat schon so eingerichtet, dass, sagen wir mal, ein Kind oder sagen wir eine Erziehung eines Kindes nicht generell zum Luxusgut wird. Genau. Das darf auch niemals sein, weil ich meine, die Kinder sind unsere Zukunft und ich denke mal, wenn wir sie gut vorbereiten, auch, sagen wir mal, auf bewegte Tage in der Zukunft, weil wir haben jetzt, sagen wir mal, in den letzten 4-5 Jahren eine Menge Veränderungen erlebt, sind vielleicht auch noch nicht ganz durch damit. Und wenn man da einigermaßen vorbaut, auch da wieder das Thema, klar, sparst du in der Zeit, dann hast du in der Not. In der Not. Mit dem Satz, der Satz sagt eigentlich alles, gib nicht mehr aus, wie du einnimmst, und dann bist du eigentlich schon relativ stark auf der Gewinnerseite. Ja. So, dann kann da auch immer mal was passieren, aber das haut dich dann nicht gleich aus den Socken. Genau, also wie soll ich sagen, der Tipp oder Geheimrezept ist immer Reserven zu haben. Und zwar Reserven, die eigentlich, wenn es geht, gar keiner mehr kennt. Ja, oder eigentlich gar nicht mehr weiß, wo die überhaupt noch liegen. Okay. Ich hatte das, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal erzählt, ne? Hatte ich das erzählt? Ja, ich hatte auch einen Konten bei der Dresdner Bank. Mhm. Und jetzt vor kurzem, vor 1-2 Jahren, hatte ich dann Gespräch irgendwie mal mit denen. Sonst, ich meine, wann geht man heutzutage noch in eine Bank? Ja, selten. Genau, und dann haben wir mal geguckt, weil die ja fusioniert haben. Ja, und hier gibt es noch einen Ralf Schütt in Hanau. Ich so, oh Mensch, ja, da hatte ich auch mal ein Sparbuch, auch bei der Dresdner Bank. Ja, wollen wir mal reingucken, was da drauf ist. Da waren irgendwie noch 3.800 Euro drauf. Ja, nicht. Von dem wusste ich überhaupt nichts. Ja. Also wirklich Reserven zu bilden und zu sagen, okay, was beiseite packen. Mein Tipp auch immer, ja, das heißt ja nicht, sie sollen sich riesen Goldbarren hinlegen, aber ein bisschen was in Gold, aber jetzt auch nicht irgendwelche großen Dinger, ja, sondern irgendwie Krügerrand ist eigentlich schon zu groß, aber so ein 10-Gramm-Barren kann mit Sicherheit nicht schaden. Die Goldpreise sind ja gerade im Fallen begriffen, insofern. Ja, können sie wieder günstig einkaufen. Ja, wobei auch da gab es in den 30er Jahren in Amerika eine Riesensauerei. Da war Goldbesitz gesetzlich verboten. Stimmt. Ja. Ja, also mit anderen Worten, wenn man es mal ganz hart formuliert, wir werden hier auf diesem Planeten von vorn bis hinten verarscht. Nichtsdestotrotz, der Tipp, meine Empfehlung ist, wenn wir sagen, okay, es ist für die Kinder, es ist langfristig und da sprechen wir eben von einem Zeitraum von 20 Jahren, dass die Eltern vielleicht sagen, hey, dann nutzen wir es eben andersrum. Ja, wir nutzen das Kindergeld oder wahrscheinlich brauchen sie das noch nicht mal, ja, und haben dort einen Zeitraum von 20 Jahren, in dem sie Punkt 1 Steuern sparen können, nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Ja, ein Zeitraum, wo sie, wie soll ich sagen, von der Geldentwertung oder der Inflation profitieren. Das heißt also nicht wie beim Sparbuch oder hier bei der Sau, ja, dass die Inflation permanent gegen sie arbeitet, ja, sondern zu sagen, hey, ich nutze dieses Prinzip, ob ich das jetzt gut und schön finde oder nicht, das ist vollkommen egal. Ja, aber ich sage mal, wenn, dann nutzen Sie oder dann gucken Sie, dass Sie das System mit den eigenen Waffen schlagen. Also einfach von der richtigen Seite angeschaut und benutzt, sodass sich es entsprechend potenziert. Und exakt. Ich sag mal so, also was für mich jetzt so, sagen wir mal, am Ende von dieser ganzen Geschichte so rausgekommen ist, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ich meine, das Thema oder die Grundwahrheit, überhaupt Dinge zu sparen, damit ist nichts falsch. Nö. So, jetzt kann man natürlich aufgrund der Veränderung in den Finanzmärkten einfach ganz klar sehen, klar, ich meine, das Thema Fonds und so weiter, das können Eltern zeichnen, wenn man sagt, okay, man zahlt, was weiß ich, oder legt 50 Euro von dem Kindergeld zurück, legt es auf einen Zeitraum fest für die nächsten 20 Jahre, ja. Fonds laufen immer antizyklisch, ja. Geht die Börse hoch, werden wenig Anteile gekauft, geht sie runter, kann man viele Anteile kaufen. Exakt. Also da ist schon mal eine Sicherheitsbremse eingebaut. Ja. Finde ich schon mal von der Seite eine gute Wahrheit. Die Sau sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Auch darauf haben wir uns jetzt verständigt. Ne, als Reserve zu Hause zu sagen, hey, komm,
Ja, diese Sau hat einen Vorteil. Die muss man nicht gleich zerhauen, da kann man zur Not auch mal den Deckel abmachen. Mal ein bisschen was rausmopsen. Ist sozusagen natürlich eigentlich nicht so gedacht. Eigentlich dürfte die Sau ja keine Öffnung haben. Nur die, den Einfüllschnitz. Ne? Nur eine Einbahnstraße. Richtig, so, das heißt, wenn man dann irgendwann die Entscheidung trifft, okay, jetzt ist es so schwer, ich werde mich jetzt von diesen possierlichen Tierchen jetzt trennen müssen, weil es ist eine Wahrheit entstanden. Jetzt könnte man natürlich Folgendes machen, auch dafür könnte man ja wieder letztendlich Fonganteile kaufen. Klar. Wenn es gut läuft. Klar. So, dann würde es sich ja noch mal schneller potenzieren. Ich laufe gegen die Inflation. Gute Wahl. Exakt. Gut. Ja. Wobei natürlich das Ganze so unattraktiv gemacht wurde, auch von unserer lieben Regierung, dass es nicht mehr wirklich viel Spaß macht. Aber es ist zumindest immer noch besser als negative Zinsen auf dem Sparbuch, Festgeld, Tagesgeld oder wie auch immer. Ja? Das heißt, wenn die Masse in die Richtung tendiert, sollte man sich eigentlich in der Regel für das Gegenteil entscheiden. So. Ja. Ne? Genau, also nicht jetzt den Aufforderungen von irgendwelchen Bankern folgen und das ganze Geld in Konsum und auf den Kopf hauen, ja, oder ein neues Auto kaufen. Ja, das ist sowieso aus meiner Sicht das Falscheste, was man tun kann. Ja. Unklügste, ja. Und ich habe gerade auch wieder ein 11 Jahre altes Auto gekauft. Ja, der fährt, ja, qualmt und stinkt, genau, von A nach B. Exakt, ja, so, das heißt also mal ganz kurz zusammenfassen, weiterhin sparen, hier die liquide Reserve, ja, jetzt geht auch langfristig irgendwie ein paar Mini-Euro, Goldbarren oder Mini-Barren, so zwischen, die gibt es so 5 und 10 Gramm mäßig, ja, dass eine Reserve da ist. Ja, wenn es geht, Kreditkarten nicht benutzen, ja, beziehungsweise wenn Sie schon unbedingt eine haben müssen, dann holen Sie sich eine Guthabenkarte. Das ist auch viel entspannter, wenn Sie da im Internet irgendwas bestellen. Es kann Ihnen keiner die Karte leer räumen. Wenn da nur 500 Euro drauf sind, die Sie vorher eingezahlt haben, dann, wie soll ich sagen, dann nutzen Sie das auch, weil die Kreditkarte ist ja eigentlich dazu da gedacht, Sie abhängig zu machen, ja. Ne, gibt ja einen Spruch bei den Amerikanern, wie zahlst du deine American Express Kreditkartenrechnung? Mit Visa. Auch nicht ja, so läuft das bei denen. Wie krank ist das denn? Das ist total krank, ja. Ja. So, also wenn Kreditkarte, wenn es geht, eine Guthabenkarte und wenn dann irgendjemand Ihnen da 300 Euro abräumt, ja, so what? Dann lagen sie sich tot. Das ist ja nicht weiter schmerzhaft. Also, und wie gesagt, wenn Sie langfristig sagen, ja, haut für die Kinder noch nicht hin, ja, aber dann fangen Sie an, ja, andersrum zu sparen, indem Sie Steuern sparen können, dass Sie nicht negativen Zinsen unterliegen und dass Sie von der Inflation sogar profitieren können. Und machen Sie es in drei Gottes Namen sehr, sehr früh. Wir werden nochmal eine andere kleine Sendung machen über diesen Effekt, der sich über Jahre, Jahrzehnte ergibt. Und ein Tipp, wichtigster Tipp von heute vielleicht überhaupt, Praxistipp, und jetzt werden dich die ganzen Versicherungsvertreter wieder anhassen, das ist ähnlich wie die Bausparvertreter. Lassen Sie mich warten. Ja. Na? Keine Lebensversicherung zu zeichnen. Ja, das sowieso nicht. Aber wie heißen die? Die werden ja nicht Lebensversicherung genannt, wenn sie für die Kinderchen oder die Enkel abgeschlossen werden. Aussteuerversicherung. Bingo. Ne? Wenn es ein Mädchen ist, war es die Aussteuerversicherung. Ich weiß nicht, ob heute der Begriff überhaupt noch bekannt ist. Ne? Wenn Mädchen heiratet, dass dann genug Kohle da ist. Mhm. Ja, oder dann in neuer Ausbildungsversicherung. Lassen Sie den Scheiß. Das sind alles getarnte Lebensversicherungen, die verzinsen sich heute noch irgendwie mit 1%. Und das Perverse ist ja, die meisten denken ja, wenn sie 100 Euro da einzahlen, dann kriegen sie 1% auf die 100 Euro. Natürlich nicht. Nein, auch da ist so ein Sternchen. Das heißt, nee, bei den Lebensversicherungsverträgen ist kein Sternchen, aber das kriegen sie von mir, das Sternchen. Ja, das bezieht sich auf das Geld, was die Lebensversicherung für sie anlegt. Das heißt, von den 100 Euro werden erstmal für weiche Kosten 30 Euro weggenommen. Das heißt, das 1% bekommen Sie auf die 70 Euro, wenn Sie Glück haben. Okay. Also, ne? Das reinlassen. Schwein, Gold, Fonds. Und dann irgendwann Steine. Die Dreierkombi. Exakt. Klare Empfehlung von Manfred Specht und Ralf Schütt. Bis dann, bis zum nächsten Teil und demnächst in diesem Kino. Und viel Spaß bei der Anwendung. Und viel Spaß beim Sparen.
Bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Baufinanzierung? Schütt.